Ja, hallo Messerfreunde, nach längerer Abwesenheit von mir wieder mal ein neues Video. Und zwar soll es heute mal um Chris Reeve gehen. Und ich habe jetzt gar nicht vor, darüber ein Review zu machen oder sonstiges. Darüber gibt es schon wirklich sehr, sehr viele Videos über die Chris Reeve Messe, über Serpensa, Umm Sahn und so weiter. Und das soll jetzt hauptsächlich heute darum gehen, wie der Service von Chris Reeve ist. Weil ich hatte hier das Umm Sahn, hatte ich hier beim Service und zur Überarbeitung. Und darüber wollte ich jetzt was erzählen. Und allgemein meine Meinung zu den Messern, sind sie den Preis wert? Weil gerade günstig sind sie ja nicht, die Chris Reeve Messer. Ja Leute, habe heute wieder mal die Zeit gefunden, ein Video zu machen. Und es wird, denke ich, ein bisschen längeres Video, weil wird ziemlich viel geredet werden. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, dass ich alles einigermaßen gut rüberbringe. Vielen Dank an die ganzen neuen Abonnenten. Es sind doch wieder ein paar dazugekommen. Und ja, lasst uns starten. Ja, vorneweg. Ich wollte ja schon immer mal Messer aus dem Hause Chris Reeve haben. Und ich habe mich dann dazu entschlossen gehabt, ein paar von meinen anderen Foldern, also hier Benchmade, Spyderco und so weiter und auch viele von den Kershaw-Foldern zu verkaufen und habe den einfach mal hingesetzt und habe gesagt, hier, welche kann ich entbehren, welche haue ich raus, welche verkaufe ich, damit ich mir endlich auch mal ein Messer von Chris Reeve leisten kann und hatte da schon einen Blick auf das normale oder das bekannte und erprobte Serpensa 21 in der Large-Ausführung geworfen. Und als ich dann endlich die ganzen anderen Messer verkauft hatte, konnte ich mir dann endlich meinen Large Serpensa in der Mercator-Ausführung holen. Und weil mir das normale Serpensa ohne die Einlagen, ohne diese Mercator-Einlagen einfach nicht so sehr gefallen hat, das war mir einfach etwas zu schlicht. Und deshalb ist es dann das Serpensa mit Mercator-Einlagen geworden. Ja, als ich es dann bekommen habe, ich hatte ja schon mal vorher einen Serpensa in den Händen halten dürfen, als ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt. Und damals hat mich der Serpensa, oder eigentlich jahrelang hat mich der Serpensa nie so richtig geflasht, weil ich fand immer, naja, es ist zwar überragend gearbeitet und die ganzen Details sind wirklich herausragend gut gemacht, aber geflasht und Emotionen hat das Messer bei mir eigentlich nie geweckt, weil ich es einfach immer etwas schlicht fand. Aber wenn man dann mal die ganzen anderen Dinge wie Design und sowas beiseite legt, wenn einem das auf Anhieb nicht so gut gefällt, dann merkt man doch im Laufe der Zeit, dass das Verbenser einfach auch wirklich super in der Hand liegt. Und ja, und die ganzen Details, wie hier das Chimping obendrauf, wirklich alles, ja, wie nicht anders zu erwarten, eigentlich beim 500 € Folder einfach super gemacht sind. Ja, dann nach und nach kam dann ein Serpensa 25 zu mir. Das war eigentlich mehr so ein Spontankauf. Hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich so schnell mir mein zweites Chris Reeve Knife holen werde, weil wir reden ja hier immer von mindestens 400 € für so ein Folder. Also ist schon, die meisten anderen Leute werden sich denken, oder auch viele, ich sag mal, Standard-Sammler oder Taschenmesserliebhaber, den ich nie dafür ausgeben. So war auch meine Meinung. Ich werde mir nie einen Serpensa kaufen, weil es einfach der Preis meiner Meinung nach von jenseits von Gut und Böse ist. Gut, hat sich dann doch geändert und wie schon gesagt, ein paar andere Folder verkauft und dann ist auch das in greifbarer Nähe. Ja, das Serpensa 25 ist für mich eigentlich, für meinen Geschmack, das bessere Serpensa. Warum? Weil es einfach etwas bulliger daherkommt. Die Klinge ist einfach etwas dicker. Okay. Angeblich soll sie nicht viel dicker sein. Die genauen Daten, die blende ich euch dann nochmal ins Video ein, weil die habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber von seinem Schliff her war das Serpensa 21, hat er hier diesen Hohlschliff. Und das Serpensa 25 hat hier einen Flachschliff. Und dadurch ist auch einfach etwas mehr Material hier unten vorhanden. Und ja, das ganze 25 wirkt einfach etwas bulliger, etwas erwachsener, kann man auch sagen.
Die Handlage finde ich aber beim Sebenza 21 trotzdem besser. Und aber von meinem Geschmack her gefällt mir das 25er besser. Dann bot sie mir gleich die nächste Möglichkeit, meine Chris Reeve-Sammlung innerhalb von kürzester Zeit eigentlich schon zu vervollständigen. Also in Sachen Folder zumindest. Ich bin dann in die glückliche Lage gekommen, relativ günstig an ein gebrauchtes Umnumsan zu kommen. Das alte Modell noch, das wirklich gesucht ist, mit der großen Achsschraube. Und ich habe es dann, lasst mich kurz überlegen, für 280 Euro, glaube ich, geschossen im Tactical Forum. War doch relativ zerkratzt schon der Titangriff. Gut, Titan ist ja eh so Material, was relativ kratzerempfindlich ist, und es war einfach doch schon in einem guten gebrauchten Zustand. Der Framelock und so weiter hat alles noch relativ hat eigentlich immer noch bombenfest verriegelt, und von daher habe ich da nicht lange überlegt. Ich meine, ein Umnumsan mit der Achsschraube, mit der großen, die alte Version für 280 Euro, ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen. Dann ist es bei mir aufgeschlagen, und dann habe ich mir gedacht, es ist zwar in einem guten Zustand, aber der Griff hatte doch schon, wie ich schon gesagt, etwas gelitten, und auch die Klinge. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ich würde mal etwas näher an die Kamera rangehen. Wo sehen wir denn? Hat doch schon ein paar schöne Kratzer abbekommen. Das sieht man jetzt hier schlecht auf dem Video. Ich werde dann euch jetzt mal ins Video ein paar Bilder einblenden, die ich mit meinem Handy geschossen habe, als ich das Umnumsan damals bekommen habe. Die blende ich euch jetzt mal ins Video ein. Ja, wie ihr sehen könnt, war die Klinge doch schon in einem, wie schon gesagt, relativ, naja, verkratzten Zustand. Es waren zwar jetzt keine tiefen Kratzer, aber sie war halt einfach gebraucht. Was soll ich euch anders sagen dazu? Ich habe dann lange überlegt, schicke ich es jetzt zu einem bekannten Messermacher hier in Deutschland, oder schicke ich es zu Chris Reeve direkt in die USA. Ich habe mich dann dazu entschlossen, auf Anraten mehrerer anderer YouTuber, unter anderem vielen Dank nochmal an Sven Cologne. Ich hoffe, Sven, du haust auch wieder mal ein Video raus. Wird mal Zeit, mein Freund. Auf sein Anraten hin, auf ein paar andere Messer-Buddies, sag ich mal, da nenne ich sie mal, habe ich dann das Messer in die USA zu Chris Reeve geschickt. Ja, das war dann mit etwas Aufwand verbunden, weil DHL ist nicht der schnellste, und ich meine, ich glaube, ich habe 37 Euro Versandkosten bezahlt als DHL-Paket in die USA. Ich meine, das ist sicher angekommen, und aber da hätte DHL ruhig etwas fixer sein können, weil das Messer war wirklich, ich glaube, 2 Monate unterwegs in die USA. Also für die heutige Zeit, finde ich, hätte da DHL etwas schneller sein können. Naja, das nur am Rande. Ich will euch gar nicht viel da noch langweilen. Das Messer war dann wirklich sehr, sehr lange bei Chris Reeve. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe da wirklich etliche E-Mails hinschreiben müssen und habe da auch nicht immer eine Antwort bekommen. Also, das ist schon der erste negative Punkt, muss ich sagen, obwohl ich immer wieder gehört habe, dass die Kommunikation mit Chris Reeve wirklich sehr, sehr gut sein soll. Aber bei mir war das irgendwie nicht der Fall. Es kann auch sein, dass wirklich sehr, sehr viel zu tun war, oder dass irgendwelche Messen anstanden und da nicht immer sofort geantwortet werden konnte. Also sei es drum. Ich habe mein Messer wieder bekommen, und ich habe dann auf ein paar Nachfragen auch eine Antwort bekommen. Aber man muss dazu auch sagen, ich hatte das Messer im Mitte Januar oder Anfang Februar losgeschickt. Dann war es 2 Monate mit DHL unterwegs. Dann war es die restliche Zeit bei Chris Reeve gelegen. Und als ich mich dann noch etwas öfters eben gemeldet habe und habe gesagt, hier Leute, wie sieht's aus? Chris Reeve, wie lange braucht ihr noch? Kriege ich mein Messer wieder? Haben sie dann mit Express zurückgeschickt, und dann war es eigentlich auch relativ fix da. Ich hatte dann noch etwas Probleme mit dem Zoll gehabt, aber das will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das Video wird eh schon ziemlich lang, und das nur am Rande. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, haben die bei Chris Reeve das Messer wirklich doch gut
wenn auch nicht sehr gut in meinen Augen überarbeitet. Ich hätte mir gewünscht, dass sie hier vielleicht die große Achsschraube noch etwas nachpolieren oder vielleicht auch gegen neue austauschen. Aber wahrscheinlich hat selbst Chris Reeve keine mehr auf Lager. Und so haben sie doch wieder die alten Achsschrauben verwendet. Und das sieht mir noch etwas Kratzer drauf. Aber ich mein Gott, ein neues Messer wird es nicht mehr werden. Es ist halt einfach gebraucht. Was sie wirklich sehr, sehr schön gemacht haben, ist, dass sie den Titangriff wirklich komplett neu, ich nehme an, sandgestrahlt haben und somit wirklich die ganzen alten Kratzer alle verschwunden sind und der Griff wirklich jetzt wieder in einem neuen Zustand daherkommt. Ich hätte mir noch gewünscht, dass sie die Klinge etwas mehr überarbeiten, also auch vielleicht etwas sandstrahlen oder nachpolieren, denn man sieht doch noch teilweise die Kratzer. Ich weiß nicht, das hätte man bestimmt noch etwas besser hinbekommen, aber sei es drum, die Klinge kam dafür wirklich perfekt geschärft wieder bei mir an. Das Messer hat wirklich einen seitenweichen Klingengang. Der Detent, wie ihr sehen könnt, rastet auch wirklich sehr gut jetzt wieder ein. Also, da haben sie wirklich neue Washer verbaut und haben die Klinge auch mal Achse wieder mal richtig gefettet. Also, zack. Der Klingengang ist wirklich wieder einsame Spitze. Das Messer verriegelt wieder sauber. Hat es ja vorher auch. Und ich denke mal, daran werde ich noch ein paar Jahre meine Freude jetzt haben. Ja, zu erwähnen ist auch noch, dass aufgrund, dass das so lange gedauert hat bei Chris Reeve und dass die anscheinend dann sich schon selber dafür ja, geschämt, kann man nicht sagen, aber die schon selber ihre Fehler etwas eingesehen haben, nenne ich sie jetzt mal, weil das anscheinend nicht normal ist, dass das Messer wirklich, ich glaube, 2 Monate bei Chris Sei es Reeve noch drum, herumliegt. Sie haben mir dann kulanzenmäßig den ganzen Service kostenlos gemacht. Das haben sie auch auf der Rechnung dann nochmal bestätigt, indem die Rechnung drin lag im Paket und das alles mit 0 Dollar, Euro sage ich jetzt schon, 0 Dollar gekennzeichnet war. Also ich habe jetzt für die ganze Aktion das Überarbeiten meines Umnummsans nichts weiter bezahlt. Ich musste nur meine Versandkosten in die USA damals rechnen oder muss ich jetzt rechnen. Das finde ich dann wieder für das Ergebnis, auch wenn es nicht so perfekt ist, wie ich es mir gewünscht hätte, doch wieder sehr, sehr kulant. Ja, Leute, lasst uns noch auf den ganzen Preis-Leistungspunkt kommen, den ich gerne machen würde noch mit euch. Sind die Chris Reeve Messer ihre 400, 500 und teilweise noch mehr Euros wert? Ja, dazu möchte ich sagen, ist ein Porsche für 120.000 Euro sein Geld wert? Ist ein Ferrari für 250.000 Euro sein Geld wert? Ich meine, mit einem VW, Opel, Ford kommt man genauso von A nach B. Aber ich denke mal, mit einem Porsche oder mit einem Ferrari macht es halt einfach mehr Spaß. So muss man das, denke ich, auch bei Chris Reeve Messern irgendwie sehen. Wenn ich jetzt hergehe, ich tue jetzt mal ein paar hier weg, nehme nur mal das Sebenza, weil das hier der Klassiker ist von Chris Reeve. Wenn ich jetzt da nur mal als Vergleich zum Beispiel mein Spyderco Paramilitary nehme. Das Spyderco Paramilitary kostet, glaube ich, im Moment so in Deutschland, ich habe gerade die Preise alle bei dem Kopf, ich sage mal so, 170, 180 Euro wird, denke ich, schon kosten. Und also doch eine ganze Ecke weniger wie hier so ein Large Sebenza mit Mercado-Einlagen. Das liegt hier gleich bei 500 Euro. Und dafür muss man einfach mal sehen, ich bekomme hier beim Spyderco Paramilitary eigentlich, wenn ihr mich fragt, ein Messer, was in Sachen Schneideperformance im Sebenza überlegen ist. Also der Flachschliff hier beim Paramilitary, der ist doch echt um einiges schneidefreundlicher oder freudiger wie der Hohlschliff beim Sebenza. Also es gibt hier doch etliche Messer, die in meinen Augen besser schneiden als so ein Sebenza 21. Und dazu zählt das Paramilitary zum Beispiel. Oder auch hier das Benchmade Griptilian, auch so ein Klassiker, schneidet in meinen Augen auch besser als ein Sebenza 21. Also ich bin da immer noch, wenn Sie am Überlegen, sind diese Messer wirklich Ihr Haufen Geld wert? Gut, man bekommt hier wirklich Titan. Gut, das bekommt man aber hier auch beim Sascha Thiel Officer. Also, und da sind wir irgendwo im Preis, so glaube ich, um die 250 Euro.
Also immer noch ungefähr die Hälfte, was ein Sabenza 21 kostet. Da bekomme ich auch einen perfekt gemachten Titan Frame Lock Folder. Böhler N690 Stahl, ein sehr, sehr guter Messerstahl. Und ja, ich bin da echt am Überlegen. Das Positive muss man halt auch sehen, dass man für ein, dass man Sebenza oder ein Chris Reeve Messer allgemein immer wieder, weil die auch gesucht sind, sehr, sehr einfach und für einen sehr, sehr guten Preis verkaufen kann. Also selbst gebraucht erzielen die Messer, wie hier das Umnum Sahn, das ich gebraucht gekauft habe, immer noch sehr, sehr gute Preise. Das muss man natürlich auch sehen. Hinzu kommt, dass wirklich eine, die Verarbeitung natürlich wirklich perfekt ist. Also darüber muss man, denke ich, nicht mehr viel sagen. Es ist einfach, wenn man sich hier oben das Chimping auf der Klinge anschaut, das ist wirklich jede dieser einzelnen ganz feinen Rillen und diese Zähne sind wirklich perfekt gemacht. Jeder einzelne Rille sieht aus wie die andere und man hat hier einfach eine 100% Verarbeitung. Ja, das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin froh, dass ich diese drei Modelle von Chris Reeve habe, weil sie einfach doch zu einer Messersammlung irgendwie in einer gewissen Form dazugehören heutzutage. Das ist einfach hier das Highlight für jeden Messersammler, so ein Chris Reeve Messer. Aber man bekommt hier wirklich zum Spider-Paramilitary oder auch hier so ein Benchmade 710 hier mit Cuscadi-Schalen in Bocode. Da bekommt man einfach super Messer. Oder hier mein neuestes Highlight in meinen Augen, wo ich wirklich sehr, sehr begeistert bin, ist von Spyderco wieder mal der Bradley Folder. Also das ist wirklich ein Folder, wieder in Taichung, Taiwan gefertigt. Die Verarbeitung ist wirklich super, erste Sahne. Ich bin wirklich begeistert von dem Teil, habe es auch gebraucht gekauft, aber in einem eigentlich neuen Zustand. Muss ich hier nur mal die Platinen ansehen. Ich hoffe, man kann es sehen. Die sind hier wirklich spiegelpoliert. Also, wenn man das Messer dann, diesen Bradley Folder oder allgemein diese, auch dieses Spyderco Messer oder Benchmade Messer in den USA sich ordert, selbst mit Zollgebühren und allem drum und dran, kommt man hier doch wesentlich günstiger bei weg. Ich habe das schon oft gesagt, als in Deutschland direkt. Und dann bekommt man hier wirklich ein super, super Messer. Also, das Einzige, was sie hier hätten machen können, wäre hier irgendwie so eine Ausfräsung für den Daumen zu schaffen. Es hätte doch leichter gemacht, den Linerlock zu entriegeln. Aber der Linerlock arbeitet wirklich super und bombenfest. Also da hat Spyderco wieder mal was rausgehauen mit dem Bradley Folder in Taichung, Taiwan gefertigt. Also das führt hier zu nichts, Leute, wie ihr sehen könnt. Ich bin selber am Überlegen als wirklicher Messer-Fan und Freak, ob die Chris Reeve Messer ihren Preis wert sind. Man bekommt einfach ein perfekt verarbeitetes Messer. Man bekommt hier auch ein Stück Messergeschichte. Und es muss dann jeder für sich selber wissen, ob er sich so ein Messer holt und so viel Geld dafür ausgibt. Ich kann nur sagen, man bekommt für die Hälfte von einem Sebenza oder teilweise auch noch weniger, bekommt man hier wirklich auch sehr, sehr gute Taschenmesser, wo zum Teil auch dieser Bradley Folder, der schneidet in meinen Augen auch besser als der Sebenza. Der hat hier auch so einen Hohlschliff, aber irgendwie ist die Schneidphase doch etwas breiter und dadurch schneidet dieser Bradley Folder mit ZBM M4 Stahl wirklich wie die Hölle. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar Infos dabei. Ich wollte nicht da ein Review drüber machen über Chris Reeve und Sebenza und wie sie alle heißen. Da gibt es genügend andere Videos von YouTube-Kollegen hier. Ich wollte hier einfach nochmal eine kleine Diskussion starten und über den Service von Chris Reeve mal kurz Infos abgeben. Am Ende hängen noch ein paar Bilder ran. Da könnt ihr euch nochmal einen Überblick über den Zustand gerade von dem Umnum Sahn zu machen. Und ja, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr so findet. Sind die Messer ihr Geld wert? Was meint ihr? Was ist eure Meinung? Ich danke euch fürs Zusehen. Abonniert den Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Und bis demnächst, Leute. Ciao.